Ich stimme Martin auf jeden Fall zu. Lobbyismus und Interessenvertretung ist wichtig. Wie er das sagt, ja, können Politiker bzw. Abgeordnete, Volksvertreter und Vertreterinnen nicht Experten in allen Bereichen sein. Sie brauchen die Fachleute, die Beteiligten, aber die brauchen sie, wenn es um eine Frage geht von allen Beteiligten um diese Frage. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob Politiker, bevor ein Gesetz verabschieden wird, mit wem gesprochen wird, mit welchen Experten oder Seiten dieses Problem. Und ganz oft sehen wir nachhinein, dass die Interessengruppen, die über die größten finanziellen Mittel verfügen, natürlich ja, den meisten Einfluss haben könnten. Deswegen sagen wir auch, dass das alles transparent laufen sollte, damit Interessenvertretung wieder Sinn macht, dass Bürgerinnen und Bürger sehen können, oh, über diesen Gesetzentwurf gab es definitiv nur die eine Seite, die gefragt worden ist. Und dann können wir Wähler und Wählerinnen entscheiden, ob wir damit zufrieden sind, ob wir diese Partei, diese Person wieder wählen und auch natürlich dagegen protestieren und ja, die Person, wenn sie noch im Amt ist, der Abgeordnete, ja, zur Rechenschaft fragen. Wenn wir dann sehen, okay, alle Seiten, Experten, wer wurden gefragt, dann können wir sehen, dann ist wahrscheinlich das Gesetz objektiv entschieden worden.